Hallo zusammen, ich bin Marc und in diesem Video zeige ich euch den Epson ET4750. Ich habe für mein Homeoffice noch den passenden Drucker gesucht und da ist mir der Epson ET4750 ins Auge gestochen, denn der ist ein bisschen anders als andere Multifunktionsgeräte, denn dieser Tintenstrahldrucker hat im klassischen Sinne keine Patronen mehr, sondern nachfüllbare Tintenbehälter. Und besorgt man sich diesen Drucker, kriegt man auch gleich zweimal alles mitgeliefert. Zeige ich euch aber gleich, wenn ich den Lieferumfang mir mal genauer anschaue. Das fand ich aber auf jeden Fall aus ökologischer Sicht und ökonomischer Sicht sehr interessant, denn so wird das Drucken günstiger und wie gesagt, ist auch für die Umwelt definitiv eine bessere Wahl, als wenn man ständig diesen ganzen Abfall hat. Hat man dann einmal den Inhalt aus der Kiste befreit, bekommt man eben den Drucker selbst. Man bekommt eine Betriebsanleitung auch mit einer CD und Software. Ich werde mir aber natürlich die neueste Software aus dem Internet runterladen. Es gibt ein Stromkabel dazu und dann verschiedene Tintenfläschchen. Und zwar zweimal schwarz, zweimal blau, zweimal rot und zweimal gelb. Und damit kann man schon um die 14.000 Seiten drucken. Und das ist von vornherein mit dabei beim Drucker. Das ist also schon mal ein richtig, richtig gutes Paket, was man hier bekommt, damit kann man direkt loslegen. Dieser Drucker ist aber eben nicht nur ein Drucker, sondern auch gleichzeitig noch Scanner und Faxgerät. Und wer scannen kann, kann natürlich dann auch kopieren, wenn man drucken kann. Jetzt mache ich mich aber mal an die Einrichtung und zeige euch, wie man zum Beispiel die Tinte hier einfüllt und wie man das Ganze sowohl am PC als auch am Smartphone zum Laufen bekommt. Um die Tanks, die sich hier im vorderen Teil befinden, einmal aufzufüllen, muss man diesen oberen Teil hochklappen. Dazu gehört auch die Abdeckung, die den Druckbereich schützt. Und dann kann man die kleine Klappe hier öffnen. Und dann kommt man an die Fächer für die Befüllung der Tinte. Der Tank für die schwarze Tinte ist der größte. Blau, Rot und Gelb sind ein bisschen kleiner. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem schwarzen Tank an und befüllen ihn als allererstes. Man kann es jetzt, glaube ich, ganz gut erkennen. Der Nachfüllstutzen hat eine ganz besondere Form, sodass man nichts falsch machen kann beim Befüllen des Tanks. Denn hier gibt es das passende Gegenstück. Und so können wir die Flasche hier einfach einmal reinhalten. Und zwar so rum. Und in dem Moment, wo wir sie runterdrücken, da befüllt die Flasche den Tank und so kann auch nichts schief gehen beim Befüllen dieser Tintentanks. Man kann jetzt hier am Tank schon ganz gut erkennen, dass der sich langsam füllt und ich lasse die Flasche jetzt einfach mal durchlaufen. Das gleiche mache ich noch mit den anderen drei Flaschen und dann geht es endlich an die Einrichtung am Rechner und am Smartphone. Und da hier noch ein kleiner letzter Rest übrig geblieben ist, kann man die Flasche einfach wieder verschließen und wenn man dann ein bisschen was gedruckt hat, kann man den Rest noch einfüllen. Ein sehr praktisches Detail ist, dass jede Flasche ein bisschen andere Form hier oben hat. Somit kann man nicht aus Versehen die falsche Farbe im falschen Fach einfüllen. Jetzt bin ich also in meinem Homeoffice-Bereich angekommen. Der Computer steht hinter mir, der Drucker vor mir. Der ist jetzt soweit startklar. Er ist von allen Klebestreifen befreit, er ist aufgetankt. Jetzt wird er mit Strom versorgt und dann können wir mit der Einrichtung beginnen. Was ich bei diesem Drucker auf jeden Fall schon mal sehr praktisch finde, ist, dass man den vorderen Bereich kippen kann. Und es handelt sich hier um einen farbigen Touchscreen. Das heißt, alle Einstellungen werden sehr leicht und intuitiv möglich sein. Und das machen wir jetzt. Das initiale Einrichten geht sehr einfach über den Touchscreen. Man kann alles sehr einfach und schnell eingeben. Danach initialisiert der Drucker sich selbst. Das dauert dann nochmal ca. 10 Minuten. Hier muss man ein kleines bisschen Geduld beweisen. So, dann legen wir doch auch einmal ein bisschen Papier ein. Das Fach hält hier übrigens bis zu 250 Blatt A4. Können hier direkt untergebracht werden. Natürlich sind kleinere Formate auch jederzeit möglich. Dafür gibt es ja die Möglichkeit, das Ganze zu justieren. Und dann kann man auch kleinere Blätter als A4 hier einlegen. Der Drucker unterstützt auch die Aufnahme einer Telefonleitung. Somit kann man also auch Faxe direkt von diesem Gerät aus schicken. Dafür nutzt man dann den Scanner und der Drucker verwandelt das Ganze in ein Fax und schickt das dann über die Telefonleitung. Außerdem hat der Drucker auch noch LAN und WLAN zur Verfügung, sodass man ihn mit dem eigenen Netzwerk verbinden kann und somit mit mehreren Geräten gleichzeitig nutzen kann. Mit dem PC, mit dem Smartphone oder dem Tablet, alles über dasselbe Netzwerk. Im Display sieht man jetzt hier auch schon direkt die Grundfunktionen, die zur Verfügung stehen. Es gibt die Kopierfunktion, die Scanfunktion, die Faxfunktion, Wartung und Einstellung. Der Druck wird ja von dem Gerät wie dem PC oder dem Smartphone ausgestartet. Deswegen gibt es das natürlich hier nicht im Menü. Aber ich kann über die Kopie direkt den Scanner nutzen und bekomme das Blatt dann ausgedruckt als Kopie. Kann Sachen scannen, das dann als Datei direkt an meinen PC schicken. Wie gesagt, Faxen funktioniert über die Telefonleitung. Und über Wartung kann man so etwas wie das Druckprofil, was ganz am Anfang erstellt wurde, auch nochmal feinjustieren, sollten da irgendwelche Abweichungen auftreten.
Mit einer Flasche schwarzer Tinte kommt man ungefähr 7500 Blatt weit und mit den drei Farbflaschen kommt man 6000 Blatt weit. Und da alles zweimal im Lieferumfang enthalten ist, bekommt man eben die entsprechenden Anzahl von Blättern, die man hiermit drucken kann. Da der Drucker eben auch netzwerkfähig ist, kann man ihn auch über Epson Connect nutzen oder über Google Cloud Druckservices. Das kann man individuell einrichten, so wie man das haben möchte. Das sind beides Lösungen, damit man von überall auf der Welt, solange man Internet hat, auf seinem Drucker drucken kann. Für die Installation lädt man sich am besten einfach die neueste Software von der Epson-Webseite herunter. Hier wird man dann auch noch einmal darauf hingewiesen, dass man den Drucker schon startklar machen muss. Dafür muss man eben die Tinte in die Tintenbehälter einfüllen. Jetzt sucht automatisch Epson nach dem Drucker im aktuellen Netzwerk, findet ihn tatsächlich auch und kann somit direkt verbunden werden. Außerdem bietet Epson auch noch die Möglichkeit, weitere Software zu installieren, sodass man alle Funktionen des Druckers optimal nutzen kann. Wenn es um das Drucken geht, kann der Epson ET4750 auch beeindrucken. Zum einen kann er doppelseitig drucken, er druckt auch richtig schön schnell, also die Seiten, die kommen sehr zügig aus dem Drucker raus, man muss da nicht lange warten. Und auch randloser Druck ist möglich, das heißt, wer zum Beispiel Bilder ausdrucken möchte, kann das hier auch. Natürlich ist das besser mit Fotopapier, ich hatte jetzt kein Fotopapier, habe das mal auf einem A4-Blatt gemacht, aber auch hier sieht man schon, wie beeindruckend so ein randloser Druck sein kann. Aber der Drucker druckt nicht nur sehr schnell, sondern man kann die Blätter auch sehr schnell anfassen, denn die Tinte ist sehr schnell trocken und so muss man keine Sorgen haben, dass man irgendwie mit den Fingern mal die Schrift verwischt. Die trocknet so schnell, man kann sofort die Blätter in die Hand nehmen und direkt das Ausgedruckte nutzen. Das Drucken ist auch noch richtig schön kosteneffizient. Man zahlt also für ungefähr 500 Seiten 1 Euro, was die Tinte angeht. Eine Flasche Nachfülltinte gibt es schon für 9,99 Euro und das ist somit wesentlich kosteneffizienter, als sich Patronen zu kaufen. Erstens ist es wesentlich mehr Müll, was ja ökologisch gesehen schon mal ein absoluter Graus ist in diesen Tintenpatronen. Da ist immer relativ wenig Tinte drin, in diesen Flaschen wesentlich mehr. Und auch der Drucker hat ja eine Vorrichtung, um die ganze Tinte solch einer Flasche aufzunehmen. Und somit kann man richtig schön lange drucken und muss den Drucker nur einmal befüllen. Außerdem verfügt der Epson ET4750 auch noch über einen automatischen Resttintebehälter. Für das Drucken vom Smartphone lädt man einfach die passende App entweder aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter und kann dann Dokumente wie PDFs oder auch andere Dokumente direkt vom Smartphone aus drucken. Man teilt dann einfach das Ganze mit der entsprechenden App von Epson und schon wird der Druckauftrag an euren Drucker gesendet. Wenn es dann um den Scanner geht, kann man übrigens über den automatischen Einzug auch bis zu 30 Seiten hier einlegen und somit 30 Seiten hintereinander scannen bzw. faxen oder kopieren, ganz wie ihr möchtet. Das Papierfach vom Epson-Drucker hält auch 250 Blatt Papier. Auch so muss man hier nicht allzu oft nachlegen. Das heißt, von diesen normalen Papierpackungen, wo so 500 Blatt drin sind, kann man die Hälfte tatsächlich direkt im Drucker unterbringen. Der Epson ET4750 kann alleine schon mit den Specs total überzeugen. Es ist ein 4-in-1-Gerät. Man kann drucken, scannen, faxen, kopieren. Das geht alles problemlos mit diesem Gerät. Es geht schnell und einfach, sowohl vom PC als auch vom Smartphone aus. Und das ist eigentlich schon im Arbeitsalltag extrem wichtig. Aber was mich noch viel mehr überzeugt hat, ist, dass man hier eben Tinte nachfüllen kann aus richtig großen Flaschen und der Drucker richtig viel Tinte hält, ohne dass man ständig Patronen nachkaufen muss, ohne dass man ständig Müll produziert. Das ist zum einen kosteneffizient, gerade auf lange Sicht ist das ja erstrebenswert, wenn es um einen Drucker geht. Und auch, es ist ökologisch, einfach richtig top. Man hat nicht ständig diese Patronen. Die Patronen sind ja auch nicht einfach nur Plastik, sondern es ist ja teilweise auch noch Elektronik verbaut. Das heißt, es ist wirklich Sondermüll und das ist doch super ärgerlich. Das kann man aber alles mit dem ET4750 komplett umgehen und das hat mich absolut überzeugt. Den Epson ET4750 kann man bei Amazon schon für ca. 360 Euro bekommen. Und da ist halt auch richtig ordentlich Tinte mit dabei. Damit kann man 14.000 Seiten schwarz-weiß drucken und über 11.000 Seiten mit Farbe. Das sind absolut tolle Werte. Wenn man sonst einen Drucker holt, dann ist meistens nur ein ganz, ganz kleines bisschen Tinte oder ein ganz, ganz kleines bisschen Toner dabei. Da muss man definitiv erstmal nachfüllen. Hier ist einfach schon alles mit dabei. Deswegen noch ein weiterer Punkt, warum ich wirklich von diesem Drucker begeistert bin. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr eins seid, so lieb, verpasst dem Video einen Daumen hoch, teilt das Video, abonniert meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.